Wir fahren jetzt für Elias seinen Geburtstag und ich habe mir mal gedacht, ich probiere heute mal was anderes als Pfeffi. Da hat sich schon eine Fliege zurechtgefunden und ich werde mich jetzt damit auch zurechtfinden. Na, der Max muss das mal öffnen, weil ich bin ja gerade auf dem Rad. Kann nicht mehr, Alter. Das Fahrrad ist durchgebrannt unten und jetzt ist das aber nicht normal schwergängig, sondern es ist so extrem, als würde die ganze Zeit immer die Bremse ziehen. Deswegen haben die anderen fast gestorben. Das nennen wir einen Teufelssport. Was für ein Affenwichse, wirklich naja, jetzt? Ja, das macht er nicht. Und das auch noch am Tag des Affen. Ja, ja. Hast du vorher schon mal einen Limoncello getrunken? Willst du mal kosten? Ich weiß, wie das schmeckt. Das ich ist sage nie. Nein. Scheiße, Mann. Ich bereue es. Das mag seine Nahrung. Ich habe einen Rucksack voller Schnaps und Bier, aber. Das ist deine ich komme Nahrung. Wirklich gerade vom Fitti. Naja. Und ich kann ja gar nicht mehr. Das ist schockig, ja, dazu braucht es Energie. Ich weiß, die so schlimm. Ich wünsche, das wäre die Wichse meines Onkels. Ich würde dich gern köpfen. Rialto. Das ist wirklich widerlich, das ist so krank. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, das macht mich wirklich sauer und traurig. Jetzt gehe ich negativ eingestellt an die ganze Sache ran. Das war ich eigentlich schon grundsätzlich, aber jetzt bin ich ja noch negativer eingestellt. Na, Bier habe ich auch. Nein! Nee. Ich habe auch noch Bier mit, aber das ist halt noch eingepackt. Das kannst du mit den Glasscherben, kannst du das öffnen. Ey, du Kojote, soll ich dir noch deine restlichen Zähne rauswichsen oder was? Deinen Führerschein verlieren, dein Handy am Steuer oder? Das gibt Anzeichen. Wir sind jetzt angekommen und es steht momentan für 3 Leute bereit. Und ja, alles Gute zum Geburtstag. Und naja, also ich hoffe, du verreckst eher als ich. Na, das Problem ist halt so, du hast die 30 schon erreicht. Das heißt, das wird dein letztes Jahr sein. Naja. Ich hab noch 3 Jahre. Also solange du lebst, habe ich noch den Willen zu überleben. Google's mal. Solange du lebst, ich fordere einen Rückkampf. Ich fordere einen Rückkampf. Solange du lebst, habe ich noch Willen zu leben. Aber einfach nur, weil ich dich sterben sehen will. Ich will dich einfach nur sterben sehen. Ohne Scheiße, du siehst jedes Mal anders. Das ist so krass. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ist das ein Lobotomiegerät? Ja, sowas ähnliches. Ja, sowas ähnliches. Ui! Das ist. Elias, das Einzige, was ich mit dieser Frage. Kommt heute eigentlich nur Tom? Nein! Ich habe mit diesem Menschen schon lange nicht gesprochen. Danke dir. Das wollte ich nämlich allen erzählen, ja. Was? So, willst du einen Schluck davon? Warte. Sag mal, sponsern die dich oder was soll das? Das ist nee, ekelig. Ich will den. Das ist so ekelhaft, Alter. Ja, dann schmeiß es doch weg und koste sag was. Koste mal. Ich habe das bereits getrunken. Warte mal. Bist du dafür? Geht ja, ich finde nie. Es gibt schlimmere Limoncello. Bist du dafür einen Schluck Monster Energy Lewis Hamilton? Hamlin McGill. Ich habe ja wirklich, der wird übrigens durch Lalo Salamanca überraschend erschossen. Hamlin McGill. Haut und ich habe dieses Getränk, wieso sollte ich was anderes tun? Ja, weiß ich nicht, weil ich immer Scheiße habe. Aber der Hamilton, der schmeckt bestimmt gut. Du sollst ja wirklich Limoncello und Monster, du machst mich ein. Hamlin, na, das werde ich dann vermischen. Ist ein bisschen Korn in den Monster würde so gut schmecken, aber das ist pervers. Wie das mich an. Hamlin McGill. Wie das mich an. Ekelst mich an. Hamlin McGill. Hamlin McGill. Fuck you, bitch. Hamlin McGill.
Aber es knallt irgendwie. Das ist Schnaps. Das ist Likör. Der hat. Ja, hey, das schmeckt geil. Koste mal. Komm schon, ich bezahl dich dafür. Ich bezahl dich dafür. Warte mal. Dann habe ich ihn hier. Widerwärtigen Drogen. Warte. Ich habe veganer Bio-Aufstrich. Ja, das ist schon relativ lecker. Ja. Ja. Finde ich nämlich auch. Aber ob das lecker ist, das kann ich nur der Supra-Fahrer rausfinden. Weil er ein Aufstricher ist? Probier das mal. Ich bin nackt. Probier das mal. Snooze. Es geht Snooze. Was geht denn ab? Scheiße. Nee, was passiert denn hier? Ich glaube, der Sahne. Scheiße, nee, Sahne. Der kommt mit der Kohlensäure. Sahne steif. Scheiße, wie halten wir das jetzt auf? Ich hab's nicht. Wie halten wir das jetzt auf? Es kommt näher. Es kommt einfach näher. Scheiße. Was ist denn das für eine Kacke? Was haben wir getan? Wir sind für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich. Ich muss dagegen steuern. Es ist so widerlich. Es läuft auf dich. Oh Scheiße, oh nein! Nein! Ich dachte gerade, Lewis Hamilton wäre tot. Weil der Max so eine Andeutung gemacht hat. Und ich sagte, er lebt. Was ist denn da bitte eine Andeutung? Ich dachte, er hat sich zu Tode gefahren. Ich verfolge das ehrlich gesagt gar nicht. Das war Niki Lauda. Nee, ich dachte, weil die den Energy Drink über den rausbringen, dass der halt tot ist. Alter, das ist eigentlich gar kein dummer Gedankengang, wenn du mich fragst. Naja. Max? Jo! Ja, den habe ich ihm geschenkt! Geil! Ja! Das! Oh, Scheiße, ist das. Wer ist Honka? Fritz Honka. Hm? Den habe ich gespielt. In dem Film Der Goldene Handschuh. Ich habe noch was für dich. Nimm mal das, kannst du auspacken. Das ist, weiß ich nicht, willst du Pfeffi saufen? Na, ein bisschen die Zähne reinigen, klingt eigentlich gut. Ja. Also machst du jetzt zuerst einen Pfeffi drauf? Ja. Oder wir teilen uns den. Na klar, ich werde den jetzt nicht alleine trinken können. Na, ich dachte. Das ist Pfeffer, wenn du weißt, ich bin nicht so der Pfeffi-Trinker, du bist da eher der Experte. Na, ich habe heute gesündigt, ich habe heute den Pfeffi betrogen, ich fühle mich schuldig. Und, ja. Aber hast du jetzt die ewige Schuld an dir? Ja, die Gehörer verbrannt. Naja, Holz und Öl. Holz? Ja, ist klar. Egal, das ja, muss man hier auspacken, okay, Mann. Ja. Einfach aufmachen. Ist schon klar, dass man die ewige Schuld nicht begleichen kann. Nee, nie weg, bitte. Das muss im Müll der Deckel dann sein. Ach komm. Nein, der Platz ja, hier stimmt, muss der Elias ist erwachsen. Ja, da fängst du an. Mit Erwachsenwerden? Nee, das stimmt nicht. Das Zahnputzzeug, Alter. Ja. Benny Mark, du verlässt mich der Anstand wieder. Ein wunderschöner Anblick. Hey, Junge! Ein sehr bewegender Moment. Ein sehr bewegender Moment. Das gab's jetzt lange nicht mehr, oder? Und das ist irgendein Bier aus der Fanpost. Alter, da hab ich schon damals eingepisst, wie die Leute mir das geschickt haben. Ich hab erst gedacht, das ist ein Witz, Alter. Das war einfach die Originalseite gewesen. Was war der Mathematiker oder irgendwas drüber geschrieben? Ja, das hat er wieder gelöscht, weil zu viele denen dann geschrieben haben, dass ich das halt bin. Junge, was der sich gedacht hat. Ja, das ist der Reflektor-Kanzler hier, den du hier gepostet hast. Was? Reflektor, Kanzler? Öffne das jetzt mal bitte. Wird heute noch die Waschung vollzogen? Öffne das jetzt mal bitte. Vollziehe doch mal endlich die Waschung. Das ist aber hier kein Fische oder so. Nee, weiß ich nicht. Ich hab's schon wieder vergessen. Kennst du SpongeBob?
Das sieht aus wie Garys Katzenfutter? Ich kenne jede Folge von Snowshow bis auf die ganz neuen, weil ich die absolut nicht mehr fühle. Also ich fühle schon viele neue Folgen nicht mehr, eher so die alten, weil die einfach nur Klassiker sind und unvergleichbar noch an die Identität gewonnen haben und die neuen eher identitätslos sind und die identitätsloser Schwachsinn sind. Ja, was ich halt nicht mehr ganz so fühle, weil hinter den neuen Folgen kaum noch Charakter ist irgendwie und naja, das halt eher nur so autistische, neugeborene Kinder fühlen, also die neuen SpongeBob-Folgen. Na, ich finde den neuen Sprecher auch ziemlich... Das ist mir egal. Ja. Was ist denn das jetzt? Das riecht herzhaft, das riecht einfach nur nach Tierfutter irgendwie. Ja, ich glaube, da steht drauf, was es ist. Ja. Herzhaft, würzig, veganer Bio-Aufstrich, Junge, das muss eigentlich direkt in den Bach. Eigentlich schon. Aber ich habe versprochen, hier den Platz sauber zu halten. Warum? Weil ich die Leute da drüben in den Gärten, also ein paar von denen, die wir in den Gärten haben, kenne und ich immer noch mit denen gut sein möchte. Und ich versprochen habe, diesen Platz hier wieder sauber zu verlassen. Deswegen habe ich auch diese orange Mülltüte oder film mal die Mülltüte bitte. Nee, spreng ich nie übers Herz. Nee, Schender, wirklich, das geht nicht hier. Nee. Spreng es nie übers Herz. Doch, Schender, das muss, ich hab's wirklich, ja, okay. Das kann in den Bach rein, wirklich. Ja, nee, verstehe ich. Ja, danke. Verstehe ich. Okay. Hey, ich gehe doch zum Training, Mann. Ich gehe doch zum Training. Das heißt ja nicht, dass ich heute nicht mich zusaufen. Wie? Na, riech doch mal. Das ist veganes Würzfleisch. Du hast ein Zicken gerade direkt reingehalten. Veganes Würzfleisch. Das sieht aus wie ja, jedenfalls, wie gesagt. Garys Schneckenfutter. Ja. Das ist ja wirklich vegan. Ja, das ist ekelhaft. Ich habe den Mann gerade gefragt, ob er einen Schokoriegel hat. Dann hat er mich auf Muffins verwiesen. Kann ich mir da wirklich einen nehmen? Ja, gerne. Ja, können wir kicken. Ey, ich weiß, es war... Scheiße, ich brauch diesen verfickten Scheiß-Muffin, verstehst du? Wenn ich diesen Muffin jetzt nicht ficke, dann kannst du was erleben, hast du mich verstanden? Willst du rausnehmen? Ja, bitte. So. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Der Typ im Fluss hier. Familienvater, ey, Alter. Kommt der? Kommt der? Och, der geht arbeiten? Ey, alle Freunde von Elias gehen wach und das ist so peinlich. Wir gehen jetzt hier eine Pizza abholen. Die bewegen sich, glaube ich, nicht, das ist nur ein Garten. Ich schwör's. Mundfotzenkolonie, das ist die Kolonie der Mundfotzen. Kommen die her? Nein, das ist ein Garten. Naja, aber ein Garten kann doch eine Mundfotzenkolonie züchten. Die Mundfotzenkolonie. Die Mundfotzenkolonie, Max. Warte mal, ich mal gucken, ob ich den Song finde. Warte. Mundfotzenkolonie. Einfach eine ganze Kolonie aus Mundfotzen. Es ist eine Kolonie. Ich hab's, oder? Die Mundfotzen. Ja. Na komm, wir müssen. Ja, wir müssen die Pizza abholen. Das heißt einfach Koloniestraße, genau deswegen bin ich auch darauf gekommen. Alter, die Mundfu. Buttermilch, Chips. Gibt's Chips aus Buttermilch? Ich glaube nie. Ey Max, da
Das ist die Weihnachtsgans. Ey, das kannst du nicht machen. Warum Max, nicht? Das kannst du nicht machen. Da oben ist leer! Ne, Max. Hey, hör auf. Das kannst du nicht machen. Oder? Ey, sorry. Ich bin einer von denen, ich darf in hier rein. Das Lamm. Na, grüß dich, ihr grüß dich, feinstes Osterlamm. Junge, es uriniert. Es uriniert. Der Fluss. Ja, es ist uriniert. Es pisst einfach schamlos hin. Ich möchte euren Schafs Arnuss lecken. Ja, genau dein Arnuss möchte ich lecken. Vielen Dank. Vielen Servus. Darf ich sie anfassen? Ah, ich dachte, ich hab da schon. Ach so, nee, diese. Wollen sie Max? Max, nee, hör auf. Ja, okay. Und ich muss erstmal. Issues. Sonst wird die Pizza teurer, wenn du dich so daneben. 15,90 Euro. Ja, bitte. Ja, machen wir was. Ich gebe auch was dazu. Ich hab auch mal 16 oder. Hier. Geben wir 16. Nee, gib mal 16. Darf ich sie nochmal anfassen, dann machen wir 20. Nee, Max, gib mir 60. Nehmen Sie bitte 20. Nehmen Sie bitte 20 Euro, Max, aber dafür möchte ich das Trinkgeld auch mit dieser Berührung rechtfertigen. Vielen Dank. So, danke auch. Gott segne Sie. Ich denke, das war ein guter Deal. Rico, bitte. Ich fühle mich erstmal bei der Arbeit. Ach, mich? Ach, Junge. Ja. Für Rechtshänder, für Linkshänder. Also ich öffne das jetzt von links, obwohl ich... Nee, warte mal, für Rechtshänder öffne ich das jetzt mit links. Oh, das ist wirklich ein schönes Ding. Wir essen die Pizza übrigens hier oben. Die ist nicht geschnitten! Mann, ich überkriege! Na klar ist sie nie geschnitten. Alter! Sie müssen wir jetzt so auseinanderreißen. Oh, nee. Scheiße. Hilfe. Ach, ich was ich sagen wollte, wir essen die Pizza hier oben, damit niemand anders was bekommt. Scheiße. Wir waren dann einfach eine Dreiviertelstunde weg und kommen mit nichts zurück. Scheiße. Warte mal. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Irgendwie müssen wir das teilen. Bitte. Oh nee. Warte mal, ich hab da hier so einen Ständer an meinem Handy. Hey, Junge, der kommt wieder! Echt? Oh, Scheiße! Scheiße! Ich bleib jetzt hier sitzen. Na, haben Sie einen Pizzaschneider? Nein, oh Mann! Warten Sie! Nein, nee, wegfahren! Nee! Irgendwas! Mann! Oh. Oh nee. Warte mal, ich brauche eine bessere Perspektive. Ja. Das ist das perfekte Thumbnail. Das ist das perfekte Thumbnail. Wer hält die scheiß Sonne nie? Warte. Perfekt, warte. Hier ist die Sonne noch richtig in Szene gesetzt. Warte. Beiß noch immer. Ich hab nicht mehr. Na gut, dann muss ich mal jetzt rauslösen. Das kriege ich schon hin. Das war ein bisschen viel. Alter. Das ist krank. Fucking bitch. Du musst es irgendwie teilen. Nee, ach, das ist eine Scheiße. Ich wasche meine Hände gleich in der Quelle, oder? Oh Junge, das ist eine Sauerei. Das war einfach ein Pizzadürum.
Das ist doch einfach nur genial. Naja. Da gehen wir jetzt mal wieder zu diesem Geburtstag. Du musst den mal öffnen, das ist der klare. Der ist schmackhaft. Was ist mit? Ich hab ein paar Bienen in Zentralafrika. Ich hab So, das mischen wir jetzt mal. Warte. Kobalt! Ich sag's dir, das weiter. Ist so. Nee, warte mal. So schmeckt's noch gut. Nein, da schmeckt sie mir. Weiter, mach weiter, mach weiter. Enrico, du musst das ja auch legitim exen können. Mehr, nee. Max, ich mein's ernst. Enrico, das ist eine gute Mischung. Weiter. Ja, so, die machst du mehr. Rein. So, jetzt guck ich mal, wie das schmeckt. Das schmeckt immer noch okay. Ich muss mich überzeugen. Ich sag's dir so, wie es ist. Die ganzen Penner saufen nicht ohne Grund klaren. Das ist ein bisschen zu stark. Ich hab dir gesagt, die Mischung war vorher besser. Das schmeckt einwandfrei. Max, wie lange bist du obdachlos? Wie kraus ist deine Fotze? Was? Oh, es ist knallt. Ey, was? Ich hab nichts verstanden. Ja. Oh nein. Krieg ich ein paar. Gib ihm mal. Warte mal, ey, ich hätte nicht kaputt machen. Ich will jetzt eigentlich noch öffnen. Hier noch eine. Ja, hier, alle hier noch eine Line. Ja, die hast du in den Beutel, in den orangenen Beutel getan. Das habe ich nach dem dritten Tag oder so entdeckt. Dann krieg ich einen Wigmann. Was kriegst du? Hier sind aber schwarze drin, Alter. Ich dachte, die sind aber weiße. Super, guck mal. Ich töte sie ficken. Große Brüste. Die Zaun sozusagen direkt bei Matrix sozusagen weggerüttelt. Ich fühle die Party. Ich mal ganz groß die Brüte. Ich fühle die Party nicht, ich gehe jetzt heim. Also zum Geburtstag habe ich das Steam-Guthaben bekommen und ich habe aber gesagt, dass ich eigentlich nur PS5 spiele. Und die konnte ich aber auch nicht mehr zurückgeben. Was gibt's jetzt in COD oder? Nee, das, ja, da war halt New World 50% runtergesetzt und ich will jetzt das halt nicht. Komm mal kurz mit. Und mein obdachloser Mitbewohner, der ist halt ziemlich vereinsamt und so. Und mit dem zocke ich da jetzt eben New World, weil der mich da halt überredet hat. Es ist zwar kein heftiges MMO, aber ich gehe jetzt heim und zocke einfach angesoffen. Diablo 5? Und zocke einfach angesoffen mit dem New World und der freut sich darüber. Leon Vignard! Und ich freue mich auch drüber. Ich freue mich auf jeden Fall mehr, als hier zu bleiben. Psyreed Paul! Weil das sind einfach Leute, ich spüre keine Verbundenheit. Das ist noch die Oberschicht von Hectors Kreisen. Glaub es mir bitte. Hier hat noch keiner eine Leine gezogen. Ja, ich hab's auch nie vor. Hau rein. War cool. Danke für die Pizza. Ich hab die. Hey, wir haben sie uns gezeigt. Wir haben jeden Zehner bezahlt für die Pizza. Was wir in den letzten Jahren zusammen geteilt haben, das kannst du dir gar nicht vorstellen.